Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Spaßvideo, diesmal mit dem zweiten Teil von iHawkCoreLite. Endlich, mein Kennzeichen ist da, jetzt kann ich richtig offiziell legal hier durch die Gegend fahren. Aber bevor ich den euch hier gleich nochmal ein bisschen von nahen zeige, macht sich jetzt erstmal so besser, und zwar diesen Klappmechanismus, den ich hier habe. Ich finde ihn ein bisschen zu leichtgängig, das hat mir jetzt von vornherein irgendwie ja nicht gefallen, also jetzt nicht so ganz wirklich. Und zwar, man muss wirklich nur mit dem Finger, da reicht einer und der klappt schon zusammen. Also ich lasse mir da noch ein bisschen was anderes einfallen. Aber ich nehme jetzt die Kamera in der Hand und dann zeige ich den euch mal hier ein bisschen von nahen. Wie gesagt, hier mit dem Sonnenlicht sieht es ja gleich definitiv besser aus als in irgendeinem Wohnzimmer. Und das mache ich jetzt mal. So, jetzt haben wir den mal hier so ein bisschen besser drauf. Also wie man sehen kann, hinten Scheibenbremse, vorne hat er Scheibenbremse, hat also auf der Seite. Vorne ist Luftbereifung, hinten haben wir Vollgummi. Einige haben ja schon gesagt, oder konnte ich zumindest lesen, ja, fährt sich voll schlecht wie so ein Fred Feuerstein Auto. Also ich musste jetzt erstmal schon mal sagen, ich bin ja nun hierher gefahren. Und mein Scooter, der Lietchen, der wurde ja letztes Mal im Fahrradladen mit 3,5 Bar aufgeblasen. Und also ich habe da jetzt nicht wirklich einen großartigen Unterschied vom Fahrgefühl her, was nun, ob das jetzt hier sich wie Stein anfühlt und bei 3,5 Bar nicht. Aber zumindest kann ich da jetzt nichts Negatives sagen. Dann haben wir ja hier, wie gesagt, hier den klappbaren Lenker. Dann kann man den hier so runterklappen. Weiß ja nicht, ob das mit einer Hand geht. Gleich mal ausprobieren. Nee, hat jetzt mit einer Hand nicht so wirklich geklappt. Aber wir müssen den hier einfach nur nach rechts drehen. Und dann fällt er eigentlich schon von alleine runter. Hier drehen wir den wieder gemütlich fest. Geht das mit einer Hand? Ja, doch, das geht mit einer Hand. Hier die Isolierung hier, die Umwandlung oder wie man das hier nennt, das ist schön, das ist hier auch nicht so scharfkantig. Was einige ja schon beim Lietchen da immer gesagt haben, also ich habe jetzt auch nichts gefunden. Bremsen musste ich jetzt auch noch nicht einstellen. Ich habe das jetzt erstmal noch alle so gelassen, wie sie sind. Also hier die Hinterradbremse zieht sich ein bisschen schwerer als die Vorderrad, die ist jetzt ein bisschen einfacher. Was mir dann aber auch hier ganz schnell gleich mal aufgefallen ist, ist, wenn wir den einschalten, machen wir mal, mal sehen, ob wir das jetzt hier auch sehen. So, ob die Kamera das so, okay, jetzt will er ja die Karte haben. Kurz ranhalten, er ist frei. Bisschen sieht man das so? Ja, ich glaube schon. Der hat immer von vornherein die 1. Also das heißt, wenn man immer losfahren will und nicht im ersten Gang, muss man jedes Mal, wenn man den ausgemacht hat, wieder auf 3 schalten. Das ist jetzt, was so ein bisschen negativ ist. Hier unten mit die Anzeige, also man kann das auf jeden Fall besser sehen als bei den Legend. Da war ja eigentlich der Hintergrund schwarz und der Text sozusagen war in weiß. Aber ich fand das jetzt hier im Sonnenlicht auf dem Weg hier definitiv besser. Hier haben wir ja wohl immer gedacht, das wäre die Hupe. Das ist auch jetzt nochmal so ein Ding. Immer beim Einschalten ist grundsätzlich das Licht aus. Kann man das hier so sehen? Ja, da sieht man ja den Unterschied. Also man muss die auf jeden Fall immer wieder einschalten, für die, die immer mit Licht fahren, auch am Tage, so wie ich. Ja, sonst gibt es erstmal so nichts zu sagen. Meine Handyhalterung, ja, die habe ich jetzt natürlich nicht richtig festgemacht. Ja, das war jetzt meine Schuld, darum wird das bestimmt jetzt im Video ein bisschen klappern. Aber ich klemme euch jetzt hier auf die Brust und dann, wenn wir hier mal so ein bisschen rumfahren, ich probiere hier so relativ den gleichen Weg zu benutzen, auch hier den kleinen Mini-Hügel, mal sehen, ob ich das hier schaffe. Wie gesagt, hier mit dem Lietchen komme ich ja hoch, mit dem Nineboard komme ich hoch, bei den CoreLite glaube ich jetzt eigentlich eher weniger, aber macht nichts, es sind ja hier, ja, keine Ahnung, 10 Meter, also das kriege ich noch hin. Hier führt ja zur Not hier noch ein kleiner anderer Weg hier nochmal ringsrum. Aber ich will einfach nur wissen, komme ich hier hoch, komme ich hier nicht hoch. Jetzt ist es hier auch noch so ein bisschen, sag mal, der Boden ist hier feucht, der Rasen ist nass, weil das hat ja erst hier ordentlich geregnet gehabt bei uns.
das bisschen auf dem Weg hierher, was ich hier gefahren bin, bin ich noch nicht mal weggerutscht. Was ja einige immer so sagen, muss ich mir noch ein bisschen tieferen Sand aussuchen, um wegzurutschen. Aber hier bin ich mit dem Liedchen auch schon weggerutscht, also wo das richtig schön nass war. Aber wie gesagt, mir stört es jetzt erstmal so nicht, wenn das im Sommer nicht wie eine Fahrt ist, wie auf Glatteis, bin ich schon mal erstaunt. Aber wie gesagt, ich klemme euch um und dann fahren wir hier ganz gemütlich. Ich hoffe, ich kann mich noch so dran erinnern wie mit dem Soulflow. Fahren wir mal ungefähr so die gleichen Wege und mal schauen, inwiefern hier mir irgendwas abfällt. Also, so, schalten wir das Ding hier nochmal ein. So, K zeigt da an. Erst an, jetzt wieder zweiten Gang, dritten Gang. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier so schaffen. Noch mal ein bisschen, so kann man wahrscheinlich sehen. Ich gehe mal davon aus, das schaffe ich nicht. Machen wir ein bisschen mit Anlauf. So, halt nichts vergessen. Nee. Und dann machen wir mal. Da ist dann also die Luft wieder raus. Okay, ja, sind ja nur ein paar Meterchen. Jetzt sind wir wieder hier wie beim Soulflow. Hier nochmal kurz einrasten. Kamera ein bisschen positionieren. Ein bisschen hoch, so. Da kann man sehen und dann kommen wir hier wieder. Na, wo ist jetzt die Kamera? Hier wieder zum Feld, das machen wir einfach mal ein bisschen hier so querfeld ein. Ich hoffe, die Kamera fällt mir nicht runter. So. Ja, also ihr pest hier richtig gut durch mit 8 Zoll Reifen. Muss ich nur ein bisschen aufpassen, weil hier nicht so ein paar Kugeln mitnehmen. So, da sind wir jetzt. So, einfach mal rauf. Mal sehen, ob er das schafft. Ja, also fast. Oh, war jetzt meine Kamera. Alles noch an. Ja, alles noch an. Also hier sieht aus, wenn irgendwie welche wohnen. Na, oder nicht mehr allzu schlimm. Aber wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch. Könnt ihr ja sehen, hoffentlich. So, nee, gleich über die Wurzel. Ja, komm. Also, das macht er ja schon mal super. Okay, hier ein bisschen nachhelfen. Klar, Wurzel. Hier muss ich sowieso ein bisschen absteigen. Hätte ich so oder so jetzt nicht geschafft. Also ich finde, fährt sich gut. So, hier bin ich hochgekommen. Prima, also das ist doch schon mal top. Also man kann auf jeden Fall mit dem Collide einfach mal irgendwo rechts abbiegen, ein bisschen querfeld ein. Wie bin ich letztes Mal zurückgefahren? Ich glaube hier auf der linken Seite. Nochmal gucken, dass die Kamera so gerade ist. Nochmal ein bisschen runter. So, ungefähr. Ja, gut, okay. Noch ein bisschen mehr rüber. So, steht ja auch fast. Dann könnt ihr das ja so sehen. Dann fahre ich den Weg hier wieder zurück. Und dann einfach mal hier über die anderen Wege. Dann noch ein bisschen mit Wiese hinten, um einfach zu schauen, wie das ganze Fahrverhalten ist. Also bis jetzt bin ich ja schon mal ein bisschen beeindruckt. Muss ich schon mal sagen, also was der hier wegsteckt. Vor allem habe ich auch gemerkt, er will immer ganz schnell hier voll hochziehen. Man kann ja nicht irgendwie so, ja, wie soll man sagen, also wenn ich jetzt im dritten Gang gestellt habe, zieh durch, zack, 22 km/h, wunderbar. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr das hier so sehen könnt. Na, wo ist er? Da wird mir ja auch schon angezeigt, 24 km/h bin ich hier schon mal kurz gefahren. Ich glaube, hier ein bisschen bergab. Aber wenn ich jetzt hier irgendwelchen Leuten mal so ein bisschen hinterherfahren muss, weil ja Radfahrer den Radfahrweg dreispurig nehmen und man kann links nicht überholen wegen der Autofahrer, konnte ich das mit dem Liedchen hier ein bisschen besser
dosieren. Also hier geht entweder nur ganz schnell oder ganz aus, habe ich irgendwie so mitgekriegt. Das ist ganz schwer, irgendwie mal so, ich sage jetzt mal 18 km/h zu halten. Das funktioniert beim Leachen definitiv besser als mit denen hier. Aber dafür fährt er ja 22, da kann man sowas wieder im Kauf nehmen. Und wie gesagt, jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen zurück. Und dann schauen wir uns mal die anderen guten Wege hier an, die uns hier geboten werden. Ja, also hier ist das auch noch ein bisschen nass, aber trotzdem komme ich hier problemlos durch und rutsche hier nicht weg. Also nicht mehr und nicht weniger wie mit dem Legend auch. Wir sind wir letztes Mal, bin ich glaube ich hier lang gefahren und dann hier wieder. Ja, also wunderbar. Ich finde es jetzt richtig genial hier zu fahren. So, wir fahren mal hier auf dem Weg. Sind wir drauf. Positioniere euch jetzt hier noch mal so ein bisschen um, damit ihr jetzt hier noch ein bisschen was vom Leachen hier vom Colloid sehen könnt. So müsst ihr wahrscheinlich sehen. Dann sehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser kmh-Zahl. Noch so ein bisschen so zurückgehe. Ja, also kann man das so sehen. Muss das wahrscheinlich noch mal ein bisschen ändern. Dann kann man das wahrscheinlich noch hier von meinem Handy sehen. Machen wir mal ein bisschen so. Okay. Oder? Ich hoffe mal, das kann man sehen. 17, 20, 22, 21. Auf dem Display zeigt er mir konstante 23 an. Auf mein Handy GPS 22. Da war jetzt auch mal die 23. Wie bin ich hier letztes Mal gefahren, weil die Wege gehen ja hier noch. Die sind ja noch so im grünen Bereich. Aber ich werde euch hier noch mal ein bisschen umpositionieren. Dann könnt ihr hier noch so ein bisschen mehr sehen, wie ich hier lang fahre. Also hier bis jetzt musste ich auch ein bisschen weniger stottern als mit den SoFlow. 12, 14, 15, 16, 17, 20, da zeigt er mir 25 an, kurz GPS 21. Was jetzt hier klappert, ist hier von meinem Handy. Wir sind letztes Mal hier durchgefahren. Wartet hier nicht irgendwo? Ach, wir pesen mal hier durch. Hier ist der Weg ein bisschen anders. Da hinten wird es ja noch ein bisschen, da sind ja noch ein paar andere Wege. Also man kann prima hier fahren. Ich stehe auch mit beiden Füßen nebeneinander. Also ist auf jeden Fall das Trittbrett hier breiter als beim SoFlow. Das fand ich dann doch ziemlich anstrengend. Ich höre jetzt das Klappern vom hinteren Schutzblech. Na, zusätzlich hier zum Handy, ist ja klar, weil ich Trottel das nicht festgeschraubt habe. Das fährt sich hier ja richtig angenehm. Ich habe jetzt auch nicht, dass er, sag es mal, vom Gas immer wegnimmt, dass sich das immer so anfühlen würde, als würde immer jemand automatisch hier immer bremsen. Abgesehen davon, dass es ja hier so ein bisschen hoch und runter geht. Klar, sieht man ja wahrscheinlich hier schon so ein bisschen an der Wege. Ich werde euch trotzdem hier gleich noch mal ein bisschen die Kamera wieder ausrichten. Ja, bremsen macht er auch ganz normal. No, können wir hier so ausrichten und Speed geben. Ich bin doch letztes Mal hier irgendwo so querfeld eingefahren. Ich glaube, das wartet schon. Aber ich kann ja hier noch mal kurz, weil ich jetzt hier eine schöne lange Strecke habe. Ja, genau, da bin ich lang gefahren. Sehen, inwiefern der hier vom Gas hebt oder wieder das Gas wegnimmt. Also bis jetzt merke ich hier auch nicht viel, dass er da irgendwas machen sollte. Ich glaube, das rauscht auch ziemlich doll, weil hier ist ordentlich Wind. Jetzt machen wir hier nochmal einen kleinen Schwenkerchen. Dann kann ich ja hier nochmal
Kamera wieder ein bisschen umschalten. So, also ich schneide jetzt hier auch nichts großartig weg. Ja, dass man jetzt so sehen kann. Also der fährt hier konstant 23, 22. Am Handy zeigt er mir an 21, 22. Hier ist auch nichts schwammig. Wie gesagt, fühlt sich auch nicht an, wenn irgendwie das Gas automatisch weggehen sollte. Vielleicht hatte man da schon ein bisschen was geändert jetzt in den letzten Monaten. So, das war ja hier mit dem SoFlow ja ein bisschen sehr anstrengend. Hier fährt er sich genauso wie mein Legend. Wie gesagt, wenn ich hier 3,5 Bar drauf habe, merke ich jetzt hier nicht viel großartigen Unterschied. Hier muss ich irgendwo aufpassen, hier kam irgendwo so eine tiefe Kuhle. Ich glaube mal, da durfte ich hier mit meinen 8,5 Zoll Reifen, nee, 8 Zoll, nicht 8,5, ich glaube es sind 8 Zoll, ja, da ist er ja schon, hier nicht so wirklich schaffen. Aber genau das macht hier so Laune, dass man einfach mal hier, zack, Wiesenfelder, einfach mal so ein bisschen rüber. Also der fährt mir hier konstant durch. Mein Handy, also ich will jetzt hier nicht nur auf dem Handy schauen, aber immer wenn ich mal kurz raufschaue, zeigt er mir da eine 22 an. Also wunderbar. Bis jetzt kann ich hier nicht meckern. Man merkt doch, dass der Sand nicht so furztrocken ist. Also man merkt definitiv, das hat hier geregnet. Ja, und damit bin ich schon durch. Wow. So, hier haben wir ja den schlimmen Weg. Den fahren wir jetzt hier noch mal so ein bisschen. Ja, also, dass ich Vollgummi hinten, dass hinten, wie gesagt, Vollgummi ist, merke ich nicht. Also kann ich jetzt nicht sagen. Ist genau wie mit meinem Legend letztes Mal. Also kann mich denen nicht anschließen, dass sie sagen, fährt sich wie Fred Feuerstein. Lenker zittert auch nicht so viel, falls man das so sehen kann. Geh mal ein bisschen runter. Also angenehm mit dem Lenker. Also ich merke nicht viel im Rücken. Also die Federn sind wirklich top eingestellt. Da muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Nur noch ein bisschen bei der Bremse. Wie gesagt, die rechte hier, die zieht sich ein bisschen schwerer. Aber ansonsten, es macht Spaß. Es macht absolut Spaß. Der zieht auch echt schnell an. Also das muss ich schon mal sagen. So, falls man hier so. Also klasse. Balken, Akkubalken schwankt hier auch irgendwie so ein bisschen zwischen letzten und vorletzten. Jetzt wieder nicht. Ich glaube, das Ding muss hier erst ein bisschen in Fahrt kommen. Also, es macht Spaß. Es macht absolut Spaß. Ja, dann würde ich jetzt mal so ganz schwer behaupten, jetzt sind wir hier definitiv am Schluss vom ganzen Video. So, dann kommen wir jetzt mal hier zum Fazit von den iHawk Core Light. Ja, fährt sich hervorragend. Ich konnte jetzt hier nicht wirklich einen Unterschied feststellen mit Vollgummibereifung oder ob da jetzt Luft drin ist, also als Vergleich mit meinen Legend. Das Ding fährt sich hervorragend, super Federung, also dafür, dass er ja jetzt 799 Euro kostet, ist ja wirklich jeden einzelnen Cent wert. Gut, hier sieht man ja mal auf jeden Fall den ganzen Dreck, den man da drauf hat, aber das ist ja auch immer so normal. Ja, prima, also wie gesagt, 799 Euro ist, kann man absolut nicht meckern für, was kam der mal raus, ich glaube 1399 oder 1299, also jedenfalls, sagen wir mal 1200 Euro, fand ich jetzt ein bisschen viel. Jetzt kommt es natürlich hier auch noch ein bisschen auf die Reichweite drauf an, die wir ja hier haben, irgendwas mit 67 Kilometer.
Wenn er es schaffen sollte, das kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen, weil ich bin ja jetzt die ersten 14 Kilometer gefahren. Der Akku muss ich ein bisschen einfahren. Hatte ich mit den Leechen ja genauso gehabt. Bin ich auch nicht gleich so weit gekommen. Erst so bei gute 100 Kilometer habe ich das so langsam gemerkt, dass ich immer weiter und weiter komme. Ja, sonst kann man eigentlich als, ich sag jetzt mal, Einsteiger-Scooter oder für welche, die einen Scooter mit Federung wollen. Einige kosten 800 ohne Federung. Und dann holen die Leute sich irgendein Sharkset. Also da finde ich das hier schon die bessere Wahl. Also ich zumindest. Ja, wie gesagt, mehr gibt es jetzt hier zu das ganze gute Stück nicht zu sagen. Ich bin begeistert. Ich werde jetzt hier noch so die ein oder andere Runde fahren. Das sind ja hier, 6,5 Kilometer. Wenn ich hier noch ein paar Runden fahre, dann komme ich hier nochmal so auf 20 Kilometer. Damit der Akku hier schon mal so ein bisschen leer wird. Dann sage ich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, hier, so, gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen. Oder abonniert mich, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.